Hallihallo, ich grüße euch zu einem neuen Video. Hinter mir seht ihr schon das Paradies. Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal hier, nicht genau an diesem Platz, ein bisschen weiter oben. Ja, und dieses Mal haben wir den Plan. Wir haben nicht viel Zeit, gerade zwei Nächte, es ist schon 18 Uhr, wir haben mega Stress. Aber wilde Karpfen am kleinen Fluss. Schaut mal da drüben, das ganze Holz da an der Uferkante. Mega. Wir machen auch nicht viel Heckmeck. Wir werden direkt aus dem Auto rausangeln. Hoffentlich sieht der Bauer uns hier nicht auf dem Flur. Nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich mit dem Herrn gesprochen, dem das Feld hier gehört. Wir durften hier reinfahren. Wir haben gesagt, nach zwei Nächten sind wir wieder weg. Wo ist denn der Martin? Da steht er. Martinho. Wir müssen Gas Servus. Geben. Servus. Ja, haben einen Stress. Mein bester bayerischer Freund begleitet mich. Der Karpfenpapst wird er hier genannt. Ja. Ja, ja. Nee, wir haben ein bisschen Stress, ein bisschen Action. Aber beim Welsangeln ist es immer ein bisschen mehr. Beim Karpfenangeln müssen wir eigentlich nur die Ruten ablegen, irgendwie da drüben. Wir haben ein Boot dabei. Wir könnten zwar hier problemlos werfen, aber warum wir das Boot dabei haben, werdet ihr später sehen, wenn wir die Ruten rausbringen. Weil es ist, glaube ich, echt wichtig hier. So, Bullis vorbereiten. Ich zeige euch mal, wie es bei mir aussieht. Nicht erschrecken, Achtung. Ihr fällt uns, glaube ich, schon alles entgegen. Ja, Wahnsinn. Aber, boah, die Tür geht gerade mal zu. Aber zum Glück habe ich ja mein Bett im Dach oben drin. Das baue ich jetzt als erstes schnell auf, denn dann habe ich auch Standhöhe im Bulli, kann alles ein bisschen besser sortieren. Und dann fangen wir an, die Ruten rauszuballern. Das Ding auf. Zack, geht rucki zucki. Boing, Verankerung nach hinten schmeißen. Splinte lösen, Entriegelung nach unten, zack, zack. Also ich bin wirklich mega happy mit meinem Bett auf dem Dach. Und Achtung, fupp. Ja, Bett ist schon aufgebaut. Kann schon losgehen. Einfacher geht's nicht. Ja, und jetzt bereiten wir alles soweit vor, fahren die Ruten raus. Ich bin wirklich gespannt, ob der Plan aufgeht. Ich verlinke euch mal oben das Video, wo wir das letzte Mal hier waren. Da haben wir an einem großen Seerosengürtel, der ist ungefähr 2 Kilometer, 3 Kilometer weiter oben, mit dem Bellyboot geangelt. Es war mega cool, kam mega gute Fische. War wirklich sehr überrascht für dieses kleine Gewässer. Ja, und jetzt wollen wir es halt nochmal probieren. Wir haben 2 Tage Zeit. Anderthalb Tage, wird ja gleich 3 Stunden haben wir noch, bis es dunkel wird. 9, halb 10 wird es dunkel. Wir haben jetzt Sommerzeit. Und unser Plan ist es, da drüben, dieses Ufer, wo das ganze Totholz drin liegt, zu beangeln. Wir haben nicht vorgefüttert und deswegen suchen wir uns so Spots aus, die augenscheinlich interessant scheinen. Schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. Und später im Video, also bleibt dran, gibt es noch eine ganz, ganz fette Verlosung. Aber dazu komme ich erst, wenn die Ruten sitzen, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Aber seid gespannt, gibt was Fettes zu gewinnen. Auf geht's, aufbauen. Finde ich mega, so einen schwarzen E-Motor, Black Edition. Schön unauffällig. So, Echolot ist drin, Motor, Batterie. Und dann irgendwie hier noch die Ruten aus dem Chaos rausholen, bestücken und dann raus. Alter Vater, alter Falter. Vinny, fangen wir hier einen Karpfen? Vinny, wo sind die Karpfen? Hä? Nicht am Ufer, da sind die Mäuse. Die Karpfen sind da draußen im Fluss. Was machst denn du? Den vorderen Teil von der Schnur wegschneiden, damit man etwaige Beschädigungen vorbeugen kann.
Ja, Jungs, da solltet ihr auf jeden Fall dran denken. Martin war, glaube ich, in den letzten Tagen an einem See hier in der Nähe viel angeln. Hat ja hauptsächlich Mono drauf und ein paar Karpfen hat er gefangen. Die Mono überdehnt im vorderen Bereich. Und dann zieht man sich immer, wenn man dann eine neue Session startet, ein paar Meter runter, damit die überdehnte Schnur weg ist. Und dann kommt Endgame direkt drauf. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Als vorderen Schutzbereich nutze ich so eine Grundschnur, so ein Ledcore. Das wird einfach jetzt vorne an meiner Hauptschnur angeknotet und hier kann ich dann ganz schnell mein Vorfach einhängen. Liegt das ganze System schön am Gewässergrund. Wir werden nicht absenken, sondern direkt auf Druck drüben in die Uferkante reinangeln. Eine schöne Safety Zone ist ready, einfach angeknotet. Der obere Teil ist eingespleist und ich setze dann einfach einen Knoten oben drauf. Das hat bis jetzt immer super gehalten. So sieht es dann aus. Hier am Safety Clip könnt ihr jetzt ganz einfach euer Blei einhängen. Den oberen Schlauch drüber schieben. Angel jetzt gerne mit diesem System hier, weil wir wie gesagt viel Holz drüben haben. Und falls der Fisch wirklich ins Holz reingeht, sich das Blei lösen kann, im Notfall und keine Hängergefahr bietet. Und hier unten in den offenen Wirbel hängt jetzt einfach die Schlaufe von eurem Vorfach ein, schiebt den Gummischutzschlauch drüber, bis ganz nach oben hin. Das sorgt dafür, dass das Vorfach auf keinen Fall da rausgehen kann. Und ihr habt eine schöne, steife Verbindung fürs Werfen oder wenn er es halt mit dem Boot jetzt ablegt. Ich habe ein relativ kurzes Vorfach, ein 4-0er Haken. Da werden wir jetzt Köder drauf servieren, die relativ schnell angenommen werden. Ich glaube, ich werde einmal mit Partikeln angeln und einmal mit einem einzelnen Boilie. So, fertig machen und abfahren. Martin hat Banksticks am Start, ich einen Pott. Jeder wie er Bock hat, ja, geht beides. Und dann fahren wir mal darüber. Dort, wo der Schwan grundelt, dort hoffen wir, dass später auch die Karpfen grundeln. Bei so einer schnellen Session vertrauen wir natürlich wieder auf einen Partikelmix. Hanf, Mais und Tigernüsse, schön sauer. Eingelegt, ja, lang gekocht, aber das Zeug, da stehen eigentlich hier die wilden Flusskarpfen drauf. Und dann habe ich noch ein paar Boilies dabei, 20 mm und 16 mm Bier Barbecue. Und damit soll es doch klappen. Wir werden auch jetzt nicht viel füttern, wir werden die Ruten ablegen, nur ein bisschen Futter drauflegen auf die Montage, dass wenn die Fische Bock haben und drüben auf der anderen Uferseite entlang patrouillieren sollten, ja, dass sie nicht viel rummachen müssen und direkt auf unseren Hakenköder treffen. Okay, auf geht's, weiter geht's. Wahnsinn. Die Zeit rennt doch wirklich. Ready, auf geht's!
Eieiei. Seht ihr das da im Hintergrund? Wir haben bei da oben, also ist schon bei der Herfahrt auf der Autobahn, ganz schön Regen gehabt und auch Sturm. Jetzt kommen hier die ersten Äste runter, die wahrscheinlich an irgendwelchen Bäumen weiter oben abgebrochen sind. Ist halt ein Naturfluss, ne? Und ich hoffe nicht, dass das noch zunimmt. Nicht vielleicht sogar das Wasser noch steigt. Weil wir wollten eigentlich direkten Kontakt rüber angeln. Und wenn jetzt halt hier wirklich viel Gemüse runterkommt, müssen wir definitiv absenken. Weil diese Hecke dort, wenn sie in unsere ausgelegten Routen reingeht, fängt alles an zu piepsen heute Nacht. Und wir wollen nur aufstehen, wenn da ein Fisch dran hängt und keine Hecke. Sehr, sehr flaches Wasser, ein halber Meter hier in der Mitte. Jetzt fällt es langsam ab. Und hier hinten auf der gegenüberliegenden Uferseite wird es dann tiefer, ja. Jetzt fahren wir mal genau hier in die Hecken rein. Jetzt seht ihr auch, warum wir bei dem doch recht kleinen Fluss hier das Boot dabei haben. Könnte man auch anwerfen, aber ich habe halt Angst vor diesen ganzen Bäumen hier drin. Da, wo Hindernisse sind, ist immer Fisch. Aber ohne Boot, wenn der Junge Gas gibt, drunter durch. Mit dem Boot haben wir eine Chance. So, jetzt sind wir ja schon fast hier und am Kirschbaum. Da wird auf jeden Fall ein bisschen Gemüse immer reinfliegen, wenn die Kirschen reif sind. Das sollten die Karpfen doch kennen. Und hier geht die Kante wieder hoch. So, dann da genau unter die Hecken. Genau unter die Äste. Guck mal, unsere Bleischnur guckt noch leicht aus dem Wasser raus. Also da sind keine 40 cm Wassertiefe und da bleibt sie liegen. Ich werfe noch eine kleine Kelle drauf. So, erste Rute liegt. Und da hinten kommt unser Freund, der Schwan. Ich hoffe nicht, dass er mit seinem langen Hals an meinen Köder kommt. Okay, Abfahrt. Ich habe ganz kurze Karpfenruten, 3 Meter Länge. Und die sind ideal wirklich für diese Fischerei unter den Hecken. Hoffentlich geht der weiße Adler da wirklich nicht in unsere Maiskörner, aber ich glaube, der frisst nur irgendwelches Gras da unten weg. So, die nächste Rute werden wir hier an den Baum legen. Ich tue meine Foilie-Rute hin, aber wie gesagt, nicht zu viel. Ich werde jetzt hier ein paar Murmeln rausholen und werde die auch zerbrechen. Und dann so füttern und dann meinen Hakenköder drauflegen. Wenn ihr die Beutis aufbrecht, entfalten sie direkt ihre Wirkung im Wasser. Vor allen Dingen, wenn er ohne Vorfüttern angelt, zieht er so schnell die Fische an den Spot. Viel mehr werden wir gar nicht machen. Meine Bremse habe ich relativ fest eingestellt.
Weil der Karpfen hat jetzt keine Chance abzuziehen. Er muss ja links oder rechts weg. Und so habe ich vielleicht eine Chance, ihm vor dem Holz zu halten. Deswegen gut Druck drauf. 40er Mono als Hauptschnur. Die hält was aus. Ja, die ersten zwei Ruten sitzen. Eben habt ihr auch drüben die erste Fischaktivität unter dem Baum gesehen. Aber seht ihr das da? Kommt jetzt doch mehr Dreck, als wir vermutet haben. Wir müssen die Schnüre definitiv absenken. Das Unwetter, was ich bei der Herfahrt auf der Autobahn hatte, wird hier im oberen Bereich einen Haufen Zeug eingespült haben im Fluss. Ein Haufen Gras, ein Haufen Dreck. Ja, eben drüben nächste Fischaktivität. Aber hier riesen Schnurbögen drin. Wir werden jetzt Absenkbleie einsetzen, die hier direkt vom Ufer reinhängen, um die Schnur runter zu bekommen. Ich hätte halt lieber auf direktem Weg geangelt, aber das geht nicht. Fängt jetzt alles an zu wandern. Jetzt kurz vor der Dunkelheit nochmal so eine Aktion. Ja, ist mega nervig, aber so ist es halt manchmal beim Angeln. Ist nicht immer alles Friede, Freude und Eierkuchen, aber ich glaube, die Ruten muss ich jetzt nur gar komplett neu setzen. Jetzt kommt erstmal Martin seine rein. Die tun wir dann direkt gleich absenken. Aber hier seht ihr ja im Hintergrund einen Schnurbogen. Das kannst du abhaken, das kannst du vergessen. Der Martin hat jetzt Backleads vorbereitet. Zum Glück hatte der welche im Gepäck. Ich hatte nicht mal welche dabei. Aber so ist es halt manchmal, ne? Die ganze Zeit Niedrigwasser, wie an vielen Flüssen. Und jetzt so ein bisschen Regen. Da kommt der ganze Schmodder runter. Okay, Martin ist schon im Boot, auf geht's. Wir haben eigentlich schon Beißzeit. Die Dinger müssen jetzt raus. Unser Freund, der Schwan, zieht auch von dannen in sein Nachtlager, Gott sei Dank. Ich hatte wirklich Angst, dass wir den da jetzt noch an Haken kriegen. Da haben wir wirklich keinen Bock drauf. Ich habe schon überlegt, ob ich die Rute jetzt nochmal weghole. Aber Martinho hat gesagt, wenn es dunkel wird, haut der ab, der Kollege. Hat er recht behalten. Martinho lässt jetzt beim Zurückfahren seine Rutenspitze unter Wasser. Hier seht ihr sie laufen. So können wir die Schnur direkt auf den Grund drücken. Sammeln beim Zurückfahren jetzt auch nicht schon das erste Treibgut, was hier ankommt. Und hängen dann drüben kurz vom Ufer den Backlead ein. Wollten wir eigentlich vermeiden. Wir wollten direkt darüber angeln. Umso weniger Schnur im Wasser ist, umso besser ist es natürlich in fließenden Gewässern. Aber lieber so, als in einer halben Stunde später wieder die ganzen Schnüre an der Oberfläche voller Gras zu haben. Die liegt jetzt perfekt, die ist safe. Weiter geht's, da kann das ganze Gras und Treibgut drüber gehen. Thank you.
So, Jungs und Mädels, alles ist geschafft. Wir hatten noch ein bisschen mehr Action durch den Dreck, der jetzt plötzlich hier den kleinen wilden Fluss runtergekommen ist. Alles nochmal abgesenkt. Ich habe meine Routen auch nochmal neu gesetzt. Aber das macht's Angeln ja aus. Ne? Es kommen ja immer irgendwelche Sachen auf einen zu, die unvorhersehbar sind. Und das macht das Ganze ja auch spannend. Ich habe euch am Anfang vom Video ja schon versprochen, dass wir ein kleines Gewinnspiel mit euch machen werden. Für uns wird es auch mega spannend, denn es geht darum, ihr müsst erraten, wie viele Fische jetzt bei dieser Session hier gefangen werden. Wir sind 2 Nächte unterwegs, die erste Nacht läuft bereits. Und der Gewinner, der als erster in den Kommentaren unten unter dem Video die richtige Anzahl der gefangenen Fische reinschreibt, bekommt von mir Megapreis. Von Wuben die E6 Lampe. 900 Lumen Power hat dieses Teil. Ist gerade mal so groß hier. Über 400 Meter könnt ihr damit in die Ferne strahlen. Mit dem kleinen Kraftwerk hier. Also seht ihr? Hat richtig Power das Teil. Hat ganz viele Funktionen. Akku ist dabei, könnt ihr selber aufladen oder eine normale handelsübliche 2A-Batterie reinsetzen. Ja, cooler Begleiter für alle, die nachts gerne draußen unterwegs sind. Wie gesagt, die könnt ihr gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, als erster die Anzahl der Fische zu nennen und unten in die Kommentarleiste reinzuschreiben, wie viele Karpfen kommen. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alles ist möglich. Wir wissen es selber nicht. Macht mit beim Gewinnspiel. Ich drücke euch die Daumen. Uns natürlich auch, dass was geht. Bis später. Martin! Petri! Jawohl, Petri! Drei Uhr, erster Fisch für die Nacht, komplett aus dem Schlaf gerissen. Schöner Schuppi. Good morning. Kann man ja 3 Uhr nachts oder morgens schon mal sagen, ja. So schnell kann es gehen. Der erste ist angegangen. Mega, mega. So, jetzt geht's wieder in die Mupfel. Vielleicht habe ich auch noch Glück. Aber wir sind schon mal happy für die Bedingungen mit dem Wasser, mit dem Absenkblei.
Das hat schon mal perfekt geklappt. Weiter geht die wilde Fahrt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Kein Wunder, ist ja nicht viel passiert. Aber einer ging an, ja. Ein Fisch kam. Draußen ist schon langsam hell. Die Sonne scheint. Oh, ist das herrlich. Schaut euch das mal an, diesen Ausblick hier auf den kleinen wilden Fluss. Draußen vorm Netz sitzen die ganzen Mücken und wollten rein. So, ich werde jetzt mal runterklettern, nach Martin schauen. Der Karpfenpapst hat wieder zugeschlagen hier aus Bayern. Kurz was frühstücken und dann werden wir mal die Routenbill umsetzen. Vielleicht jetzt die sonnige Zeit nutzen und ein bisschen stalken gehen, also ein bisschen gucken, ob wir irgendwo Aktionen sehen an der Oberfläche und die Fische dann direkt mit ganz auffälligen Ködern probieren, tagsüber anzuangeln. Auf geht's! Morgen, du Langschläfer. Guten Morgen. Frühstück. Auch fein. Wert fürs Hundele. Schau dir mal, da seht ihr mal Martin sein Hundele. Wir schauen mal. Guten Morgen, Fini. Oh, na, das ist nichts für dich, der Stinker. Ui, der knurrt denn da so am frühen Morgen? Oh, lass das gehen. Naja. Wie ich noch klein war, durfte ich als Kind keine Süßigkeiten zum Frühstück essen. Aber hier ist eine komplette, vollwertige Mahlzeit enthalten. Den Beifood-Riegel hier können wir uns schnell auf dem Boot jetzt reinziehen, während wir die Karpfenruten umsetzen. Denn das sollten wir jetzt tagsüber tun. Alter Vater, alter Vater! Unverhofft kommt oft, ne? Der ist losgelaufen wie eine Dampfwalze eben. So weit den Fluss runtergezogen. Ich glaube, da werden wir mit dem Boot hinterherfahren müssen. Eieieiei. Wahnsinn. Im Morgengrauen. Kommt der Einschlag. Ja, und jetzt bin ich schon happy. Der Fisch ist zwar ins Freiwasser gezogen, nicht ins Holz, aber ich bin jetzt wirklich froh, dass wir das Boot dabei haben. Der ist so weit den Fluss hier runter geballert. Es war jetzt nicht der größte Fluss, aber wäre ich nicht hinterher gekommen. War die Route mit Mais-Tigernuss in den Partikeln.
Habt ihr das gesehen? Der ist wie ein D-Zug in den Kescher reingeballert. Ja, ein schöner Schubi. Schaut euch dieses Torpedo an. Guck mal hier. Geil. Das ist sauber in der Außenlippe gehakt, da wo er hängen soll. Und diese kleinen unscheinbaren Teile, die Absenkpleie hier, hier hängt's, die haben uns wirklich ein Popo gerettet. Ohne den Einsatz von den Jungs wäre wahrscheinlich nichts passiert. Und jetzt haben wir zwei Fische. Ich hoffe, ihr seid kräftig am Mitraten. So, den zeige ich euch jetzt schnell. Genau sowas haben wir vorgehabt. Geil. Schaut euch mal diese Torpedos an. Wilde Karpfen aus einem kleinen Fluss. Riesiges Paddel hinten dran. Stark. Petri. Dankeschön. Ein unscheinbarer, kleiner, aber sehr schnell funktionierender Köder. Meist Tigernuss. Geht auch ohne lange Futterkampagnen. Und im Hellen. Ich bin happy. Wir haben jetzt auch die anderen beiden Ruten, die noch draußen lagen, wo kein Hub drauf kam, reingeholt. Wir werden sie neu beködern. Eigentlich wollte ich ja jetzt lieber die Mittagszeit nutzen, um mit euch stalken zu gehen. Also stalken bedeutet, nur eine Rute jetzt mitzunehmen, hier am Flussufer entlang zu laufen, zu schauen, ob wir irgendwo interessante Plätze oder vielleicht sogar Fischaktivität finden und dann dort mit einem sehr auffälligen Köder die Fische anwerfen. Aber jetzt im Morgengrauen kam auch bei mir drüben noch ein Biss. Vielleicht kommen die Fische jetzt auch eher tagsüber auf die Spots gelaufen, die wir uns gestern Abend rausgesucht haben und wo wir auch ein bisschen Handfutter draufgeschmissen haben. Auffallend auf jeden Fall. Der Dreck hat komplett aufgehört jetzt. Das ist sehr gut. Und ja, der Wind drückt ein bisschen gegen die Strömung. Vielleicht wird so auch der Dreck weiter oben gehalten, aber der Fluss ist merklich sauberer geworden. Es wird richtig warm heute. Wir sind noch früh am Tag und werden jetzt die Zeit nutzen, die Ruten wieder neu zu setzen. Ich werde eine Rute, die Bodenköderrute, die links lag am Baum drüben, kam keine Aktion drauf, die werde ich jetzt einen anderen Köder draufziehen. Ich werde einen Schneemann präsentieren, oben einen leuchtenden gelben Poppy, 16 mm und drunter einen 16 mm Bodenköder, die Beer Barbecue, die wir auch gestern gefüttert haben. Und auf der anderen Route, Never Change a Running System, wieder Tigernuss Mais, und fahren wir sie raus. Wir werden die Ruten jetzt ein bisschen weiter staffeln hier an dem Ufer entlang. Gestern hatte ich hier noch den Bodenköder drauf und jetzt mit dem Schneemann oben auch der gelbe Reiz. Da denke ich, haben sie Bock drauf.
die Ruten sitzen. Und wie soll es anders sein? Vorhin habe ich mich noch gefreut, dass der wilde Fluss etwas ruhiger geworden ist und weniger Dreck runterkommt. Und jetzt schon, nachdem meine zwei Ruten ohne Absenkblei drüben lagen, merkt man schon den Schnurwinkel drin, den Schnurbogen. Das erste Gras sammelt sich wieder. Das Gras nimmt jetzt doch wieder zu zur Mittagszeit. Genau wie es gestern Abend war, ausgelegt und der ganze Dreck kam. Das ist, glaube ich, einfach nur Pech oder Schicksal. Wir werden jetzt auf jeden Fall die Ruten, die alle gefahren sind, schnell die Absenkblei reinhängen und die Schnüre doch wieder runter auf den Boden bringen müssen. Das Gras kommt wieder. Vielleicht hat auch der Wind, der gegen die Strömung gelaufen ist vorhin, diesen Anschein geweckt, dass kein Dreck kommt. Aber jetzt kommt doch wieder etwas hier runter. Kriegst du ihn weg vom Holz? Ich glaube, dass er ausgestiegen ist. Ja. Ist weg, ja. Am späten Nachmittag der nächste Hub. Wäre der dritte Fisch gewesen. Ja, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen zu viel Druck drauf gehabt. Vielleicht war er nicht perfekt gehangen. Aber der ist weg. Schade. War jetzt wirklich Ruhe von heute früh nach dem Nachlegen bis jetzt. Und eben mit 15 Uhr läuft es los, das Ding. Also nichts abgerissen, seht ihr im Hintergrund. Alles da. Kommt nicht oft vor, aber gehört dazu zum Angeln. Ist passiert jetzt. Ach, schade. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Das ist so. Der zweite Abend bricht herein. Die Ruten sitzen. Wir haben sie alle wieder mit unserem Absenkblei schön die Schnüre auf den Grund runtergebracht. Bin gespannt. Schade, dass vorhin beim Martin der Fisch ausgestiegen ist. Dann wäre es die Nummer 3 gewesen. Aber wir sind guter Dinge. Wir haben noch 2 Stunden jetzt, dann wird es dunkel. Vorhin ist drüben am Holz ein guter Fisch gerollt. Daumen drücken. Bis später. Martin, komm! Es wird dunkel, die Jungs kommen wieder ins Rennen. Aller guten Dinge sind 3. Jungs, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn, was wir jetzt gerade hier erleben dürfen. Daumen drücken, dass der jetzt rauskommt. Es bleibt spannend. Der erste Spiegler. Wahnsinn, so flach hier bei unserem Ufer, der will immer wieder in die Seerosen hier oben rein. Aber ein toller Fisch. Schaut euch mal an, was hier los ist mit Ungeziefer. Am wilden Fluss. Die Stechmücken sind unterwegs, die Eintagsfliegen und die Karpfen haben Bock. Geil, Petri, ein fetter Spiegler. Das ist hier eine Perle aus dem wilden Fluss. Der hat keine Schuppe. Auch ganz knapp gehakt.
Aber das ist der verdiente Lohn für den verlorenen Fisch vorhin. Fisch Nummer 3. Alter Falter. Was ein alter Krieger hier aus dem wilden Fluss. Martinho, du alter Karpfenpapst. Kurz nach dem Dunkelwerden steigt hier das Ding ein. Nach dem Fehlbiss von vorhin eine würdige Entschädigung. Auf jeden Fall. Wie tief lagen jetzt die Rute? Da müsst ihr eigentlich mit dem Rücken rausgucken bei der Köderaufnahme. 80 cm Wassertiefe suchen die Dinger da momentan noch Futter. Wahnsinn. Direkt vom Holz abgeholt. Alter, ein Traumfisch hier aus dem wilden Fluss. Aus dem kleinen, flachen, wilden Fluss. Alter, was ein Paddel. Petri Heil. Petri Dank, ja, das ist Fisch Nummer 3. Boah, das Viehzeug. Also, das hat jetzt, glaube ich, wirklich nur noch was mit Karma zu tun. Unglaublich. Heute Nachmittag bei Martin der nächste Huber verloren. Und jetzt diese Spieglerbombe hier an diesem kleinen wilden Fluss, so flach geangelt. Ein paar Stündchen haben wir ja noch. Morgen früh hauen wir ab. Aber abgerechnet wird immer zum Schluss. Guten Morgen. Die zweite Nacht ist rum. Echt gut gepennt, war auch mal nötig. Aber der Spiegler von Martin, eine absolute Rakete für den kleinen wilden Fluss hier. Mega! Das Wetter hat sich verschlechtert. Ziemlich wolkig. Naja. Oh. Alter. Das ist Fisch. Unglaublich. Erstmal runterkrabbeln. Ist er da hinten komplett explodiert, der Fisch. Uiuiui. Eigentlich genau die gleiche Situation wie gestern, ne? Ein Fisch in der Nacht und ein Fisch im Hellwerden. Das Ganze da drüben im Flachen. Typischer Einpackfisch. Wahnsinn. Toller, wilder Schuppi. Schaut mal, wie er hinten seine Flosse stellt, das Schwert. Wahnsinn, Wahnsinn. Fisch Nummer 4. Direkt nach dem Aufstehen, vor dem ersten Kaffee. Geil. Wahnsinn. Ganz im Flachen. Ganz dicht an den Hecken. So, wir sind am Packen. Alles ist soweit im Bulli verstaut. Die Ruten kommen jetzt rein.
und die Session hat hier ein Ende und hat mega, mega viel Spaß gemacht. 4 Fische kamen auf die Habenseite. Ich bin gespannt, wer von euch als Erster das richtige Ergebnis bei den Videokommentaren unten reingeschrieben hat. Der bekommt von mir die Wubenlampe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht, hier zusammen mit meinem Kumpel Martin wilde Karpfen am kleinen Fluss. Für uns geht es jetzt weiter. Euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Angeln, euer Stefan. Ciao, ciao.